Live. Domian. Das 1 Live Talk Radio. 0800 220 5050. Domian. Im WDR Fernsehen und bei 1 Live. 0800 220 5050. Jo, meine Lieben. Schön, dass ihr da seid. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Ich begrüße euch sehr herzlich zu unserer letzten Woche vor unserer Sommerpause. Schön, dass ihr da seid. Wir haben Montag, das heißt wie immer montags eine freie Themennacht. Wenn ihr also gerne mit mir sprechen wollt, dann meldet euch unter unserer bekannten und für euch kostenfreien Telefonnummer 0800 220 5050 oder mailt mir ganz einfach unter domian@wdr.de. Meine erste Anruferin heute Nacht, die heißt Maria und ist 21 Jahre alt. Guten Morgen. Hallo? Guten Morgen. Ja, hallo Maria. Schön, dass du da bist. Ja, danke. Du kannst mich verstehen, du hast gerade so gezögert, ein paar Sekunden, aber du verstehst mich. Ja, ich verstehe. Du verstehst mich, das ist sehr schön. Maria, um was geht's bei dir? Ja, sexuelle Unterwürfigkeit. Sexuelle Unterwürfigkeit? Ja. Deinerseits? Meinerseits, richtig. Du bist also jemandem sexuell sehr hörig und unterwürfig? Ja, nicht jemandem, eher habe ich das Gefühl, dass ich es Männern generell bin. Ach so. Erzähl mal ein bisschen, damit ich das noch besser verstehe. Ja, bei mir hat die ganze Geschichte eigentlich angefangen, als ich 8 Jahre alt war. Da hat mein Bruder einen sexuellen Übergriff auf mich gemacht. Wie alt war dein Bruder damals? Der ist 6 Jahre älter als ich, also 14 ja. ungefähr. Was hat der denn damals mit dir gemacht? Hand angelegt. Hand angelegt? Ja. Das heißt, er hat dich, das kleine Mädchen damals, mit der Hand berührt und in deine Scheide eingedrungen oder sowas? Ja. 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 Mhm. Und ich habe auch gelernt, bei Männern Hand anzulegen in der Zeit. Du hast es auch gelernt. Ja. Maria, ich unterbreche dich mal kurz, denn ich lese hier gerade auf meinem Computer, dass die Kollegen mir schreiben, das Fernsehen hat nicht unsere Telefonnummer eingeblendet. Daher muss mein gutes altes Schild mal wieder her. Alles klar. Was ich hier liegen habe. Und das muss ich mal eben aufstellen. Dann kann ich mich wieder ganz auf dich konzentrieren. Kein Ding. Guck mal so. Kann man das denn so gut lesen? Ja, ne? So. Ja. So geht das doch. Siehst du mich im Fernsehen? Ja. Das Schild steht gut so, ne? Ich find's gut. Ja, ich find's auch gut. Blendet auch nicht zu sehr, ne? Nein. Nö. Obwohl, es blendet vielleicht doch ein bisschen. Ich könnte es ja noch ein bisschen höher stellen. So. So ist noch besser, ne? Ja. So ist perfekt, ne? Maria, du hast gerade gesagt, dann hast du auch gelernt, Hand anzulegen. Das heißt, dein Bruder hat dich gezwungen, bei ihm auch sexuelle Dinge zu machen damals? Ja. Also ihn zu befriedigen? Ja. Mit der Hand? Richtig. Mhm. Aber ihr habt nicht miteinander geschlafen? Nein. Wie lange ging denn das? Wie viele Jahre oder wie oft passierte das? Ich kann es, um ehrlich zu sein, nicht genau sagen. Also ich glaube, dass es über ein paar Monate hinweg ging. Mhm. So einen Sommer lang, würde ich sagen. Ja. Aber ich habe viel davon verdrängt. Ja. Hast du damals geschwiegen? Ja. Niemandem was davon gesagt? Nein. Vermutlich aus Scham und Angst, oder? Scham und Angst, und damals war es für mich ein Spiel. Ah ja. Damals war es für mich nicht so real, so wichtig, wie es heute ist. Oder wie es irgendwann in der sexuellen Selbstfindung geworden ist. Mhm. Das heißt, damals hast du das gar nicht so als schlimm empfunden? Richtig. Ja. Richtig. Ich habe so angefangen, als schlimm zu empfinden, als dann wirklich in Anführungsstrichen Männer oder andere Männer in mein Leben getreten sind. Mhm. Warum hast du es dann als schlimm empfunden? Was hast du dann als schlimm empfunden? Dass meine Jungfräulichkeit nicht mehr da war. Mhm. Also ich weiß heute, dass ich meine Jungfräulichkeit damals an meinen Bruder verloren habe. Ja. Und einfach, dass dieser sexuelle Übergriff auf mich geschehen ist. Ja. So, das hast du gerade am Anfang zu mir gesagt, mein Thema ist sexuelle Unterwürfigkeit. Ja, ich habe halt bis heute das Gefühl, dass ich mit Männern Sex haben muss, in Anführungsstrichen, damit sie mich lieb haben. Mhm. Hat das auch eine Auswirkung auf die Art der Sexualität, die du dann praktizierst?
Nein, nein. Also ich. Oder ist es so, dass du absolut alles machst, was die Männer wollen? So ziemlich, ja. Das heißt also auch Praktiken, die dir vielleicht gar nicht persönlich so zusagen, das machst du dann, weil du so einen Zwang innerlich verspürst und dich glaubst dann nur, dass du dann nur akzeptiert wirst und geliebt wirst. Ja, also oft ist es so, dass ich einfach Sachen auch mit mir machen lasse, in Anführungsstrichen, die vielleicht nicht so meins sind. Hm. Also, magst du ein Beispiel nennen, was du schon... Analverkehr. Ja, das wäre freiwillig nicht so dein Ding? Nein. Aber die wollen das dann und dann gibst du dich denen hin? Ja. Mhm. Und es ist halt, dass ich halt echt das Gefühl habe, wenn ich denen Sex gebe oder wenn ich denen diese Aufmerksamkeit auf der sexuellen Ebene gebe, dass sie mich lieb haben und dass ich irgendwie geschätzt bin und... Hast du denn schon mal eine längere Beziehung gehabt? Ja, also ich war 2,5 Jahre mit einem Mann zusammen. Funktioniert das da genauso, dieses Ritual? Absolut. Also in dieser Beziehung, muss ich sagen, war es absolut so, dass es auf Sex beruhte. Ah ja. Bist du im Moment allein, solo? Ja. Ja. So mehr oder weniger. Also ich kenne seit 3 Monaten jetzt einen Mann, mit dem habe ich eine Affäre. So würde man es, glaube ich, ausdrücken. Und das gleiche Spiel wieder, dass du sexuell quasi dich ihm unterwirfst und ihm jeden Wunsch von Augen abliest und dich dabei ganz vergisst. Es ist nicht so, dass es mir nicht gefällt. Aber es könnten Dinge passieren während der Sexualität, die du nicht magst, sagen wir so. Ja. Ja. Und da war jetzt der Analverkehr etwas ein Beispiel, was du nicht magst. Kannst du noch ein Beispiel sagen? So spontan fällt mir ganz ein. Auf jeden Fall ist das eine Geschichte, die dich sehr bedrückt. Ja. Und du hast auch noch nie das Gefühl gehabt, dass ein Mann dich liebt und lieb hat, weil du bist und wie du bist, losgelöst von der Sexualität. Nein, bisher nicht wirklich. Nein. Also es war immer das Gefühl dabei, ich muss ihm den Sex geben und die Befriedigung auch geben, damit ich von ihm lieb gehabt werde. Ja. Hast du das mal thematisiert mit einem Partner? Oder schweigst du da lieber drüber? Nein, ich hab's mit meinem letzten Partner, das ist jetzt 2 Jahre her fast, thematisiert. Er ist auch sehr, sehr sensibel damit umgegangen. Aber er benutzt mich trotzdem auf diese Art und Weise. Ja. Also er hat mir zugehört und da ist natürlich die Versuchung, auch wenn man nicht verantwortungsbewusst ist, dass man sowas auch ausnutzen kann, wenn jemand so gestrickt ist wie du. Ja. Ja. Du hast es gerade ja schon so angedeutet, ich sag's dann nochmal so und du kannst es ja korrigieren. Die Sexualität in einem gewissen Maße macht dir schon Spaß. Ja, das ist richtig. Das auf ist jeden richtig. Fall. Auf jeden Fall. Jetzt finde ich interessant, dass du, ohne dass ich da groß nachgebohrt habe und nachgefragt habe, sofort von früher erzählt hast, was dein Bruder damals mit dir gemacht hat. Und hast das schon sehr genau erklärt. Das war keine wirkliche Vergewaltigung, sondern es war so und so und so. Und du hast ja wahrscheinlich selbst die Vermutung, dass da die Grundlagen gelegt wurden dafür, wie du jetzt sexuell funktionierst. Ja, ich war auch 2 Jahre oder über 2 Jahre in psychotherapeutischer Behandlung. Das hat mir im Endeffekt geholfen. Während der Behandlung ging es mir eher nicht so gut. Und im Endeffekt muss ich sagen, es hat mir Denkanstöße gegeben. Aber mit diesen Denkanstößen klarzukommen, ist meine Sache gerade. Und das ist halt der Punkt. Also es verfolgt mich schon noch in Albträumen und... Ja. Hast du denn in dieser Therapie auch von diesen Übergriffen erzählt? Nein. Also die Therapie ist auch viel auf andere Dinge eingegangen. Ja. Aber ich habe es versucht, aber es ist mir nicht so geholfen worden, glaube ich, wie ich das gerne gehabt hätte. Ja. Hast du in der Therapie erzählt von deinen sexuellen Problemen, die du jetzt hast? Nein. Nein. Also das sind Dinge, die mir jetzt, ich bin jetzt seit 2 Jahren solo und merke das halt jetzt
erst irgendwie so richtig, seitdem ich so ein bisschen Abstand zu den Beziehungen auch habe. Ja, vielleicht hat ja diese Therapie, die du gemacht hast, auch gewisse Dinge so in Aufruhr gebracht, dass du angefangen hast nachzudenken und dir jetzt auch vieles erst vielleicht klar geworden ist. Ja. Das ist ja eigentlich eine gute Sache, um da anzuknüpfen. Ja, aber im Endeffekt merke ich ja doch nicht, dass ich anders geworden bin. Also ich bin zwar jetzt seit 2 Jahren solo, aber ich habe jetzt wiederum eine Affäre zu einem Mann, der Marie, sexuell mich begehrt, in Anführungsstrichen. Ich will dir mal sagen, wenn du das Glück hast, einen neuen guten Therapeuten zu finden, wo du dieses so klar erzählst, wie du mir das jetzt in wenigen Minuten fantastisch erzählt hast, danke. Bin ich sicher, dass du dieses Problem zusammen mit einem Fachmann in den Griff bekommen wirst. Und du hast eine gute Grundlage, finde ich, weil du sehr, sehr reflektiert bist über dich. Und vielleicht ist das auch eine Folge von der schon stattgefundenen Therapie. Ich würde dir dringend empfehlen und dich ermutigen, weiterzumachen. Das heißt, einen weiteren Therapeuten zu suchen und speziell mit diesem Thema zu ihm zu gehen. Und keine Scheu zu haben, ihm das zu erzählen. Du hast es mir ja auch sofort erzählt hier. Ja, ich höre immer, dass die Leute dann sich schämen, bei einem Therapeuten das zu erzählen. Aber man darf ja nicht vergessen, das ist der Job dieses Menschen, sich so etwas anzuhören und damit dann auch umzugehen. Ich würde dir das dringend empfehlen und würde dir gerne auch noch eine fachkundige Meinung jetzt zukommen lassen, nämlich von meiner Psychologin, die das Gespräch mitgehört hat. Ja. Ja? Sehr gerne. Ja, dann machen wir das so. Die Magdalena ist heute Nacht hier bei uns, meine Psychologin. Du legst bitte auf und sie ruft dich zurück. Okay, alles klar. Danke. Alles Gute wünsche ich dir. Danke auch. Tschüss. Tschüss. So, ihr Lieben, morgen ist Dienstag. Morgen ist ja wieder Themennacht. Und morgen heißt unser Thema Übersinnliches. Ich bin sehr gespannt auf all das, was ihr mir erzählen werdet. Übersinnliches. Also wir können uns unterhalten über Hellsehen, über Geistererscheinungen, vielleicht über Geistheilung, über Telepathie, über Spukgeschichten, vielleicht über Rückführungen. All das, was man so mit Übersinnlichem in Kontakt bringt. Also morgen ist das Thema Übersinnliches und wenn ihr euch gerne heute schon anmelden möchtet zu diesem Thema, dann meldet ganz einfach unter domian@wdr.de plus eure Telefonnummer oder ruft morgen ab 0 Uhr an und um 1 beginnt ja wie immer die Sendung. Weiter geht es mit Renate und Renate ist 60 Jahre. Guten Morgen. Hallo Renate. Ja, guten Morgen. Liebe Renate, machst du bitte den Ton deines Fernsehers? Schaltest den ganz runter. Ja gut, werde ich machen. Das wäre sehr schön. So, okay. Ja, das ist gut. Renate, um was geht's bei dir? Ja, es geht halt darum, dass ich einen farbigen Freund habe. Ja. Und ich fühle mich von dem nicht akzeptiert. Wie lange hast du den farbigen Freund schon? Ungefähr ein halbes Jahr. Ein halbes Jahr? Ja. Und hast ihn hier in Deutschland kennengelernt? Ja, richtig. Und zwar in Duisburg in der U-Bahn. Ach, guck. Ja. In der U-Bahn. Ja. Das heißt, er lebt in Deutschland. Ja, richtig. Ich wollte zur Arbeit fahren und da saß er mir gegenüber. Und dann steckte er mir seine Telefonnummer zu. Ach, er hat dich angemacht. Kann man so sagen. Ja, richtig. Kann man so sagen. Ihr habt ein bisschen geguckt wahrscheinlich, euch ein bisschen geflochtet. Ja, richtig. Und dann hat er wortlos seine Telefonnummer dir zugesteckt. Ja, richtig. Und dann bin ich zur Arbeit gefahren und wie ich wieder zurückgekommen bin, habe ich versucht, ihn anzurufen. Aber das war mir doch ein bisschen komisch, habe aufgelegt. Ja. Und trotzdem hatte er ja durch das Handy meine Nummer gehabt und er hat zurückgerufen. Ah ja, und so fing es an. Ja, genau so fing es an. So fing es an. Ja, und sagen wir mal so, ich bin seit 8 Jahren Witwe gewesen. Ja. Und wie schon gesagt, das war lieber auf den ersten Blick. Ja, wie alt ist er? Du bist 60? Ja, und er ist 40. Er ist 40? Ah ja, da ist ja nun doch... Ein schöner Unterschied. Ein schöner Unterschied. Ja, wollen wir so sagen, wenn man nicht weiß, dass ich 60 bin, sieht man es. Sieht man es dir bestimmt nicht an, ich bin sicher. Du klingst ja auch viel vitaler und viel jünger als 60. Mhm. Naja, und... Ja, was ist jetzt... Jetzt habe ich das Problem, wenn ich mit denen in eine Stadt gehen will oder Eis essen gehen will oder so. Ja. Er geht mit mir nirgendwo hin. Er kommt zwar zu mir nach Hause und also, wir schlafen zusammen, ja. Haut auch alles prima hin. Ist super.
Super. Ja. Ich meine, du warst dann 8 Jahre alleine. Ja, richtig. Dann ist das ja eine tolle Sache, wenn man dann endlich mal wieder, ich weiß nicht, wie lange du vorher auch keine Sexualität hast genießen dürfen. Nee, ich bin 8 Jahre wirklich solo geblieben. Ja, genau. Und davor, ich weiß nicht, ob dein Partner vielleicht krank war, dass das dann auch... Ja, der ist sehr krank gewesen. Also. Und ich war 35 Jahre verheiratet. Ja, also sehr lange keine Sexualität gehabt. Und das dann zu genießen, ist natürlich eine tolle Sache. Richtig. So, jetzt schämst nicht du dich mit dem Schwarzen rauszugehen, sondern der Farbige schämt sich mit dir. Anscheinend, nehme ich an. So hört sich das für mich an. Ja, so sehe ich das auch. Warum? Zum Beispiel. Warum schämt er sich? Was meinst du? Weiß ich nicht. Fragst du ihn nicht? Ich weiß es nicht. Nee, warum fragst du? Jedenfalls, er sagt immer, er liebt mich. Ja. Und trotzdem verstehe ich das nicht. Ich weiß zwar, wo er wohnt, aber ich bin noch nie bei ihm zu Hause gewesen. Und warum ist das so? Weiß ich nicht. Ich habe ihn immer gefragt, aber er blockt immer ab. Was macht denn er vom Beruf? Jetzt ist er in Düsseldorf auf dem Flughafen beschäftigt. Ja. Mhm. Und wie lange ist er schon in Deutschland? Ist 9 Jahre. 9 Jahre hier. Und ja. Die Kommunikation, klappt die gut? Spricht er gut wir Deutsch? Wir verstehen uns, ja, ja. Ihr könnt also auf Deutsch euch unterhalten? Ja, richtig. Und wenn er Englisch spricht, verstehe ich teilweise auch. Ja, also daran mangelt es nicht. Nein, daran mangelt es nicht, nein. Jetzt sag ich mal einfach so, ich meine, man muss es ja aussprechen. Kann es vielleicht sein, dass ihm das peinlich ist, dass er eine ältere Frau hat? Da habe ich ihn immer drauf angesprochen. Ja. Mir wäre es ja lieb, wenn er mir sagen würde, weil du älter bist, ja, da kann ich besser mit klarkommen, als wenn ich nicht weiß, was wirklich los ist. Ja. Aber er sagt gar nichts. Nein, er sagt nichts. Er gibt dir keine Antwort, auf klare Fragen gibt er dir keine klare Antwort. Richtig. Und wenn du ihn fragst, warum darf ich nie zu dir nach Hause kommen, gibt er dir auch keine klare Antwort. Gibt er mir auch keine klare Antwort, nein. Ist ja komisch, ne? Ja, ist sehr komisch. Das heißt, er versucht dich irgendwie zu verstecken. Ja, richtig. Es passiert richtig. Alles nur immer so in den vier Wänden, in deinen vier Wänden quasi. Ja, richtig. Zum Beispiel, ich bin auch mit ihm zu den Ämtern gegangen, weil er Asylrecht hat, ne? Mhm. Und ich bin sogar bereit gewesen, hier ihn zu heiraten, damit er auch hier bleiben kann. Ja. Und wenn wir zu den Ämtern gehen und wir sehen da irgendwie Farbige oder so, dann rückt er gleich 2 Stühle weiter. Aha. Was ist denn das mit der Heirat? Will er das? Möchte schon. Ich möchte zwar auch. Aber? Aber das ist immer jetzt so eine unsichere Sache, weil ich nicht weiß, wo ich dran bin. Ne? Also Renate, jetzt muss ich ja gleich mal Klartext reden. Ich würde mich an deiner Stelle überhaupt nicht auf solche Sachen einlassen, von wegen heiraten. Mhm. Solange dieser Mann sich so seltsam verhält. Aha. Da gibt es ja die verrücktesten Geschichten, dass Leute ausgenutzt werden, Frauen auch ausgenutzt werden, auch ältere Frauen ausgenutzt werden, um an diesen begehrten Schein zu kommen. Aha. Das ist natürlich nicht immer der Fall, das darf man nicht über einen Kamm scheren, das ist mir völlig klar. Aber selbst hier in der Sendung habe ich schon schlimme Geschichten gehört. Und wenn du persönlich sowieso, so, wenn dir da was komisch vorkommt, dann finde ich auf jeden Fall, dass du erstmal ein bisschen gebremst sein solltest. Und Zeit vergehen lassen solltest. Aha. Ich finde, du bist eine wirklich eine erwachsene, reife, erfahrene Frau. Mhm. Und wenn dieser Mann, was sagt er denn, was für ein Gefühl er für dich hat? Er sagt zwar immer, er liebt mich, aber ich liebe diesen Mann auch. Wieso? Ich liebe den wirklich. Ich wollte es nochmal hören, dass er zu dir auch sagt, er liebt dich. Wenn er dich wirklich liebt, dann, dann muss er dir das erklären, was da los ist. Mhm. Und dann, finde ich, hast du auch verdammt nochmal ein Recht dazu, mal ihn zu besuchen, wo er wohnt. Ja, richtig. Und er soll dir erklären, warum er sich so merkwürdig verhält. Mhm. Ich wundere mich auch schon, dass du das so lange schon, es ist ein halbes Jahr, es ist ja auch immer so ein bisschen demütigend für dich. Richtig, richtig. Ja. Richtig. Wenn der andere sich für einen schämt, ist das nicht gerade ein Kompliment. Richtig. Vielleicht sind es auch andere Gründe, aber dann soll er dir das erklären. Richtig. Macht er denn irgendwie Druck mit dem Heiraten, dass das schnell gehen soll? Nö. Das nicht? Gar nicht. Mhm. Gar nicht. Nee, auch zum Beispiel bei uns auf der Arbeit oder so. Ich arbeite in meinem Schwimmbad, ne? Ja.
Und da komme ich mit vielen Menschen zusammen. Und wenn ich dann schon mal sage, oh, ich werde jetzt dann und dann so und so alt. Nee, das kann nicht sein, das stimmt nicht. Ich kleide mich auch noch jugendlich. Also ich glaube, ich kann irgendwie noch mithalten. Wenn ihr beiden so alleine seid, dann ist er ganz nett zu dir. Der ist super. Super, da gibt es keinen Moment, wo du denkst, da stimmt was nicht. Nein, ich sage auch, mit dem Sex stimmt alles, ist alles best. Wollte ich gerade nochmal fragen, er ist auch sehr zärtlich zu dir. Richtig. Und du hast nicht das Gefühl, das macht er irgendwie so aus Pflichtbewusstsein? Nee, gar nicht. So, jetzt ist ja erst ein halbes Jahr ins Land gegangen. Ja, richtig. Vielleicht, man weiß ja nicht, was da im Hintergrund bei ihm los ist. Dennoch finde ich, dass du ja auf jeden Fall, du solltest dich auf jeden Fall nicht einlassen auf diese Heirat. Punkt. Das ist das Allerwichtigste erstmal, finde ich. Nicht heiraten? Nein, auf keinen Fall. Aha. Und der nächste große Schritt muss sein, das musst du ihm auch klar machen, zu einer Liebe gehört Vertrauen. Richtig. Und dann muss er dir auch sein Herz öffnen. Ja, er sagte mal, ich habe mein Herz für dich geöffnet, ne? Aber davon kriegen wir ja nicht so viel mit. Nee, anscheinend nicht. Nee. So, und bevor er dir das nicht schlüssig erklärt, warum er sich so verhält, wäre ich da auch immer noch eine Nummer skeptisch. Aha, bin ich auch. Ja, finde ich auch zu Recht. Ich meine, man ist natürlich, wenn man verliebt ist, ist man ja immer misst man mit anderen Maßen als sonst. Ja. Deswegen, nee, aber ich stehe mit beiden Beinen auf dem Boden. Ja. Stehe mit beiden Beinen auf dem Boden. Ja. Also man ist leichter verführbar, wenn man verliebt ist. Das weiß jeder von uns. Ja, richtig. Und man richtig. Schönt sich den anderen auch gerne und man denkt, naja, das ist nicht so schlimm. Aber ich sag mir so, ich bin nicht verliebt, ich liebe den Mann wirklich. Ja. Ja, das finde ich also auch. Ich hab nie geglaubt, dass ich das noch einmal erleben würde. Ja. Denn mein Mann habe ich wirklich auch wirklich geliebt und ich bin auch immer treu gewesen. Ja. Finde ich, eigentlich ist es ein großartiges Glück. Ja, richtig. Eigentlich ein großartiges Glück, wenn alles auch stimmt. Ja, richtig. Was ist denn so in deiner Umgebung, die Verwandtschaft, die Freunde, die Nachbarschaft? Die Nachbarschaft akzeptierten, die finden sogar nett. Ah, ja. Bloß ich habe Schwierigkeiten mit meiner Tochter. Und mit meinem Enkel, ne? Weil die finden, dass er zu jung ist oder weil er ein Schwarzer ist oder warum? Nee, wegen dem Farbigen haben sie gar nicht. Also, ja, sagen wir mal auch so, meine Tochter sagt immer, such dir einen in deinem Alter und Och Gott, da sind die Töchter konservativer als die Mütter, richtig, ne? Ja, richtig, ja. Richtig. Nee, aber Liebe lässt sich nicht vorschreiben. Nee, wie alt ist der oder die Enkelin denn? Der Enkel, mein Enkel, der wird 20. 20. Und der sagt auch? Bitte? Und der ist auch skeptisch? Ja. Ach. Mhm. Auch wegen des Alters. Aber das hat er von seiner Mutter übernommen. Ach so, verstehe. Er redet das dann so ein bisschen nach. Mhm. Ja. Richtig. Liebe Renate, also ich habe dir meine Meinung gesagt. Vorsicht, finde ich. Du hast gar nichts zu verlieren, wenn du einfach noch Zeit ins Land streichen lässt und ihn weiter beguckst. Und mach ihm noch mehr klar, dass du Antworten haben willst. Ja. Und da hast du auch das Recht zu, finde ich. Ja, richtig. Ich meine, da habe ich auch wirklich ein Recht. Ja, finde ich. Und wenn das dann alles klappen sollte, vielleicht löst sich das Ganze ja doch irgendwie auf, dann würde ich euch sehr beglückwünschen und alles Gute wünschen. Dankeschön. Aber sei vorsichtig. Natürlich. Meine Liebe, alles Gute. Ja, bis dann. Jo, tschüss. 0800 220 5050, wenn ihr mich gerne erreichen wollt, hier live in Köln im Studio, dann meldet euch unter unserer kostenfreien Telefonnummer oder mailt ganz einfach unter domian@wdr.de. Und schon ist die nächste hier und die heißt Sandra. Sandra 22, guten Morgen. Ja, guten Morgen. Hallo Sandra, was ist dein Thema? Ja, und zwar geht es bei mir darum, ich bin seit 3 Jahren in einer festen Beziehung. Ja. Und mein Freund war jetzt 11 Monate in Haft. Und jetzt gehe ich wieder seit einem halben Jahr der Prostitution nach. Also ich gehe in der Bar anschaffen und halt auch ab und zu auf dem Straßenstrich. Ist der Freund aus dem Knast wieder raus? Ja. Jetzt. Und nachdem er raus ist, gehst du wieder auf den Strich? Weiterhin. Aber also während er in Haft war, habe ich wieder damit angefangen und gehe noch weiterhin auf den Strich. Und er weiß aber nichts davon. Ach, er weiß davon nichts? Nein, gar nichts. Er weiß nichts davon. Wusste er denn, dass du das früher gemacht hast? Oder ist das alles ganz heimlich? Nee, ich habe vor 6 Jahren war ich mal in einer Bar und das habe ich mir auch erzählt, aber ich habe ihm halt gesagt, dass ich da nur halt als Bedienung gearbeitet habe hinter der Theke. Ja. Ja, aber da habe ich halt auch angeschafft und das habe ich ihm aber verheimlicht schon die ganze Zeit.
Ja, und es war halt in Haft und also die ganzen 3 Jahre, wo ihr zusammen seid, hat er keinen blassen Schimmer davon, dass du anschaffen gehst? Nee, damals war ich ja nur in der Bar. Ja. Und dann kamen wir zusammen und da war ja gar nichts mehr. Ja. So, und dann kam er in Haft. Verstehe, und dann hast du wieder angefangen. Ja, und weil wir halt eine Tochter haben. Ja. Und ja, und dann bin ich halt auch ein bisschen in die Drogenszene abgerutscht. Durch den ganzen Stress und weil ich ihn halt vermisst habe und so, und um das Ganze zu finanzieren, halt Wohnung, Kind, Drogensucht und so. Was heißt denn Drogenszene abgerutscht? Was konsumierst du? Was nimmst du? Also ich habe ab und zu Heroin konsumiert. Also ja. Ich habe jetzt nicht gespritzt oder so, ich habe halt geraucht, ja, und gezogen und Kokain. Zurzeit auch noch? Nee, jetzt nicht mehr so. Also aber ein bisschen schon. Ab und zu ja, schon. Ja, aber nicht mehr so extrem. Ja. Wie viel, ja, Geld gibt's denn dafür aus in der Woche für Drogen? Ungefähr 100 Euro. Ja. Seit wann ist er jetzt draußen wieder? Seit wie vielen Wochen oder Monaten? Seit 2 Monaten. Seit 2 Monaten. Mhm. Ja. Was erzählst du ihm denn dann, wo du immer hingehst, wenn du auf die Rolle gehst? Ja, in der Zeit, wo er noch in Haft war, da habe ich ihm halt erzählt, dass ich in der Nähe von uns in einem Gasthaus arbeite. Mhm. Und halt für nebenbei ein bisschen Geld zu verdienen. Und ja, jetzt sage ich ihm halt auch, dass ich in dort Gasthaus arbeiten gehe und so. Stattdessen gehe ich halt. Aber da könnte es ja passieren, dass er sagt, ach komm, dann komme ich mal vorbei und trink mir da was in dem Gasthaus. Was dann? Nee, weil er passt ja auf die Kleine auf und hat da gar keine Möglichkeit, hier wegzugehen. Wie fühlst du dich dabei, dass du jetzt da so eine, das ist ja schon eine fette Lüge, die da über euch schwebt? Ja, ich fühle mich also ziemlich mies, weil ich lieb ihn halt über alles und ja, aber dass ich jetzt halt die Scheiße da mache. Wundert er sich denn nicht, dass da jetzt so viel, also du verdienst doch dann wahrscheinlich ganz, ganz okay? Mhm. Ja, gut, wundert er sich dann nicht? Ich komme jetzt mit dem ganzen Geld auf einmal an. Ich tue das halt bei uns, ich habe halt ein extra Versteck, wo ich halt das Geld hinmache und komme halt nach und nach mit dem Geld. Ach so, ach so. Und wenn ich etwas brauche, dann hole ich das Geld halt und hole mir die Sachen halt heimlich. So, jetzt frage ich. Dann darf er, dann so erfährt er, so wittert er das nicht, wie du es jetzt machst. Ja, ne? Ganz genau. Wenn du jetzt einen normalen Job als Kellnerin hättest, spielen wir das mal durch, kämt ihr über die Runden? Nicht so, nee. So nicht, aber er kämt über die Runden. Er kriegt ja auch ein bisschen was. Er kriegt zurzeit Arbeitslosengeld 2, ja, aber das reicht eigentlich alles nicht so. Weil, ja, ein kleines Kind und. Ja. Ja. Steht denn in Aussicht, dass er irgendwie irgendwo eine Arbeit findet? Steht da irgendwas an? Zurzeit noch nicht. Hat er eine Ausbildung? Nein. Hat er nicht. Weswegen war er im Knast? Körperverletzungen. Hm. Das erste Mal? Nee, das dritte Mal. Glaubst du, dass er sich gebessert hat? Ja, schon. Dass das nicht wieder vorkommt? Ist er so ein Typ, der jetzt auch wirklich richtig sucht und Arbeit finden will, oder ist er eher ein Durchhänger? Ist eher ein Durchhänger. Eher ein Durchhänger. Das heißt, du hast so die Zukunft schon vor Augen, dass du irgendwie die Familie durchbringen musst. Ja, weil unsere Beziehung war schon ziemlich am Ende, bevor er in Haft gekommen ist, weil da war es halt richtig extrem mit ihm. Also immer nur zu Hause und auch Alkohol und Drogen konsumiert. Mhm. Ja, und halt immer ziemlich viel Stress und er war auch ziemlich oft gewalttätig, aber ja, schlief ihm halt und. Mhm. Das heißt, er hat dich auch schon geschlagen? Ja, schon mehrmals. Ja, heftig? Ja. Wie heftig? Heftig? Wie heftig? Ja, ich hatte schon mal Nasenbein gebrochen, blaue Augen und so, ziemlich oft blaue Flecken oder habe ich halt mal am Hals geholt und auf den Boden geworfen und so. Das hast du ihm alles vergeben? Ja. Und ich halt auch ziemlich oft vor seinen Freunden so niedergemacht und so. Ja. Klingt nicht toll, ne? Nee. Ich habe ja immer so vertrete ja immer die Auffassung, einmal die Hand erhoben, dann ist Schluss. Ich habe dich jetzt ganz verstanden. Ich hab so die Auffassung, einmal die Hand einer Frau gegenüber erhoben und dann ist aber auch Schluss. Wenn das jemand einmal macht, dann wäre bei mir der Ofen aus schon. Ja, auf. Ich weiß, dass ich liebe ihn halt über alles. Wir kennen uns ja schon 6 Jahre und vor 6 Jahren habe ich mich halt in ihn verliebt, ja, und seitdem ist das halt mein Traummann und so. Und jetzt sind wir dann zusammengekommen und ja, ich war halt einfach nur happy, dass wir zusammen sind und ich liebe ihn halt so, über alles. Jetzt erzähl mir mal, was die Arbeit als Prostituierte für dich so ist. Ist das für dich ein ätzender Job oder kriegst du das so ganz gut auf die Reihe für dich?
ich gehe eigentlich ganz gut auf die Reihe. Halt, was mich halt schon ein bisschen fertig macht, ist halt das Doppelleben, weil zu ihm für mein mittags und so bin ich halt die Frau und Mutter und alles. Ja. Ja, und abends bin ich dann halt sozusagen die Hure und Der Job, als mein Mann. Der Job als Hure an sich ist für dich nicht belastend. Frage ich. Es geht. Was ist belastend, so wenn du mir jetzt mal so ein Beispiel nennen solltest? Jetzt jetzt als Hure. Ja, genau, als Hure. Der Job als Hure. Hm? Halt kommt manche Männer halt die wollen halt die die Demütigung und so und ich ekel mich auch vor manchen Sachen und so. Das kommt auch vor. Weil da halt auch Sachen verlangt werden, wo ich gar nicht will. Was zum Beispiel? Ja, halt anal und dort so Natursekt-Sachen und so. Ja. Und oder SM. Ja. Aber du machst es dann schon mit. Also anal habe ich bis jetzt immer verweigert. Ja. Schützt du dich immer bei der Arbeit? Ja, auf jeden Fall. Ja. Also das Problem ist ja nur ein gewaltiges. Du bist mit einem Mann zusammen, der dich schlägt, wo ich schon zusammenzucke. Und denke, das ist eigentlich keine gute Grundlage, ist überhaupt keine Grundlage für eine Beziehung. Aber du sagst, du liebst ihn. Ja, über alles. Über alles. Und du bist, er war im Knast 11 Monate, du hast auf ihn gewartet und vor ihm war ich 3 Jahre im Knast. Warst du im Knast? Warum warst du? Versuchter Mord, 4-mal schwere Körperverletzung und 4-mal Kauf, also Versandhausbetrug. Oh, das war auch schon eine ganz schöne, schöne. Ja, ich habe halt 3 Jahre und 6 Monate bekommen und saß 2 Jahre und 10 Monate davon ab. So, jetzt ist eigentlich eine Beziehung, ist, finde ich, immer was sehr Wichtiges, dass die funktioniert. Vor allen Dingen, wenn man schon einen Knast hinter sich hat und irgendwie schon auf der schiefen Bahn war, kann eine Beziehung verdammt viel Halt geben. Das wissen alle Leute, die im Knast waren oder sind. Ja. Du spielst natürlich hohes Risiko im Moment, wenn er das rauskriegt. Alles kann irgendwie mal rauskommen. Ja, er hat gesagt, wenn er rausbekommt, dass ich mal fremdgehe oder so, dann bringt er mich direkt um. Und wenn er erfahren würde, dass du als Hure arbeitest, dann wäre es noch schlimmer. Dann wäre es noch schlimmer, ja. Mhm. Weil das ist ja nicht nur einmal fremdgehen, das ist ja am Abend vielleicht 5-6 Mal. Mhm. Also abgesehen von dieser Morddrohung, auf jeden Fall wäre eure Beziehung dann beendet. Ne? Ja. Und ihr habt ein Kind zusammen. Fall. Ja. Mhm. Deswegen würde ich dafür plädieren, Sandra. Ich meine, ihr habt schon genug Schwierigkeiten am Hals. Dieses ist eine zusätzliche irre Belastung. Ja, auf jeden Fall. Eine irre Belastung. Wenn du diese Belastung weg hättest, wäre schon mal ein schwerer Stein von deinem Herzen runter. Ja, auf jeden Fall. Du hast, wie du sagst mir gerade, dieses Doppelleben findest du so schlimm, dass du da so lügen musst, das ist ja auch schlimm. Und dann kommt hinzu, so wie du es mir gerade gestellt hast, gibt es ja während der Arbeit eben auch Sachen, die du nicht mal so locker flockig machst als Hure. Die du auch nicht gerade mit Spaß machst. Nee. Also das Schlimme ist halt die Erniedrigung manchmal. So. Jetzt wäre mein Rat, ich kann es dir nur so sagen, es gibt sicher 1000 Abers, die man entgegensetzen kann. Mein Rat wäre, dass du da aussteigst. So schnell wie möglich aussteigst und deinen Mund hältst, dich deiner Familie widmest und dir einen anderen Job suchst. Ja, das Schlimme ist aber, 2 von seinen besten Freunden, die waren einmal in der Bar, wo ich gerade mit einem Kunden aus dem Separé kam. Und jetzt habe ich Angst, dass die dem was sagen. Tja, ein Grund mehr, so schnell wie möglich aufzuhören. Ja. Wenn du nicht mehr da bist, bist du nicht mehr da. Punkt. Wer weiß, was die da gesehen haben. Du arbeitest da nicht. Punkt. Mhm. Weißt du? Ja, aber wenn da jetzt sowas erzählt bekommt, habe ich Angst, dass er vielleicht Nachforschungen... Ja, eben, deswegen sage ich, so schnell wie möglich aufhören. Ja. Sicher kann er immer noch Nachforschungen und dann kommt es doch irgendwie raus, dass du es gemacht hast. Ja, das Risiko ist da, das ist wirklich da. Aber je länger du es machst, desto größer wird das Risiko, dass das wirklich alles auf den Tisch kommt. Wie alt ist denn euer Kind? Die ist jetzt 9 Monate. So, dann mach es für das Kind. Versuche ein gerades Leben hinzukriegen. Du hast schon wirklich schon eine ganze Menge hinter dir. Für deine gerade 22 Jahre, Mensch. Mhm. Sei Vorbild für dein Mädchen. Ist es ein Mädchen? Ja, ist ein Mädchen. Ja, sei Vorbild für dein Mädchen. Damit die dir hinterher keine Vorwürfe machen kann.
Ja, aber das mache ich ja halt für sie, damit ich ihr ein anständiges irgendwann wird deine Tochter sagen, nee Mama, für mich musst du nicht anschaffen gehen. Dann habe ich ein bisschen weniger. Das wäre gut gewesen. Aber anschaffen musst du nicht für mich gehen. Und lügen musst du für mich auch nicht. Das wird die sagen, ich schwör's dir. Weil ich habe jetzt halt schon ein paar Mal Wohnungen verloren und so, weil man die halt finanziell nicht halten konnte und so. Ja, und ich will halt meiner Tochter was bieten können. Ja, aber nicht auf der Basis. Es gibt so viele Leute, die können den Kindern auch nicht viel bieten und die führen ein ehrliches Leben. Und das ist besser, als was du da jetzt machst im Moment und dich so sehr verstrickst in alles. Liebe Sandra, ich habe dir meine Meinung gesagt, du musst natürlich selbst entscheiden, das ist ja klar, selbstverständlich. Aber du wolltest ja wahrscheinlich einfach nur mal eine fremde Meinung hören zu der ganzen Sache. Ja, klar. Lass mal die ganze Sache so sacken und denk mal drüber nach. Und dann hoffe ich, dass du eine gute Entscheidung fällst für dich und deine Familie. Ja, auf jeden Fall. Alles Liebe und alles Gute. Ja, danke schön. Tschüss. Tschüss. 0800 220 5050, meine Telefonnummer und E-Mail-Adresse domian@wdr.de. Weiter geht es mit einem Menschen, der Ganymed heißt. Ganymed? Ja. Ach, eine Frau. Ja. Ist das richtig ausgesprochen? Ganymede? Ja, genau so. Ach, das ist aber ein komischer Name, ein ungewöhnlicher Name. Das ist albanischer Name. Ein albanischer Name, Ganymede. Genau, genau. Und du bist 19 Jahre alt? Genau, ja. Ganymede, um was geht's denn bei dir? Es geht darum, meine Mama ist vor 3,5 Jahren gestorben bei einem Autounfall. Wir wurden überfahren. Ja, hier in, hier in Deutschland? Genau, hier in Deutschland, auf dem Gehweg. Das heißt wir, das heißt, du warst auch dabei? Genau, ich war auch dabei und mein kleiner Bruder war auch dabei, aber denen ist nichts passiert, weil er 3 Schritte vor uns war. Ja. Ist dir auch was passiert? Ja, mir ist auch was passiert. Also ich hatte, meine Nase war gebrochen, ich hatte überall Prellungen, meine Lippe war komplett auf. Ja, aber verhältnismäßig noch glimpflich davongekommen. Ja, ich schon. Nur meine Mutter ist halt gestorben bei dem Autounfall. Direkt an der Unfallstelle? Genau da. Das heißt, du hast es gesehen, wie deine Mama gestorben ist? Genau. Und ja, sie hat mir mein Leben gerettet sozusagen. Inwiefern? Ja, sie hat sich vor mir gestellt und hat nun zu mir gesagt, hoffentlich überlebst du. Aha. Also, wie, das heißt, das auch, beschreib mal den Unfall genau, wie das kam und wie sie sich dahingestellt hat. Hat sie sich geschützt? Erzähl es mal, wie es abgelaufen ist. Also, wir sind auf dem Gehweg gewesen, wir sind hochgelaufen, das war so eine lange Strecke. Mhm. Und das Auto ist dann halt gekommen von oben und wir haben das beide gesehen. Ja, und dann ist das auf den Gehweg gekommen. Das habt ihr schon gesehen, auf euch zukommen? Ja, genau. Und dann hat sie hat das schon kapiert, dass eine große Gefahr droht? Ja. Und dann hat sie sich quasi vor dich gestellt? Genau, sie hat sich vor mich gestellt und hat hier meinen Arm gehalten. Mhm. Und dann hatte sie nur zu mir gesagt, hoffentlich überlebst du das. Und dann habe ich sie gar nicht mehr gesehen. Ja. Und mein kleiner Bruder hat alles mitbekommen. Ach so, das heißt, du bist dann ohnmächtig geworden? Genau, ich bin dann irgendwie auf so ein Zelt oder was das auch immer war, bin ich da drauf gewesen. Es gab keine Möglichkeit für euch irgendwie wegzuspringen, als das Auto kam? Gar nicht. Gar nicht. Gar nicht. Der kleine Bruder hat alles gesehen? Mein kleiner Bruder hat alles gesehen. Wie alt war der damals? Der war mal gerade 9 Jahre alt. Und ja, und dann ist meine Mutter halt an diesem Ort gestorben. Und eine Woche wusste ich nichts davon, keiner hat mir was gesagt. Jeder hat mir nur gesagt, ja, deine Mama ist in einer anderen Klinik. Achso, du lagst im Krankenhaus und die haben dich dann belogen, alle? Genau, oder alle. Die wollten dich vielleicht auch schützen? Ja, oder so. Mhm. Aber das war für mich sehr schwierig, weil ich ständig mir diese Vorwürfe gemacht habe und mache sie mir heute noch. Welche Vorwürfe machst du dir? Dass ich, also von meiner, ich habe sozusagen, als ob ich meine ganze Familie zerstört habe. Weil meine Schwester ist verheiratet, lebt in der Schweiz. Mein Bruder lebt mit seiner Freundin. Und meine 2 Kleinen und mein Vater leben in Kosovo jetzt. Also sozusagen alle sind durcheinander. Keiner ist nicht mehr so wie früher. Wo meine Mama da war, hat sie uns alle zusammengehalten. Ja. Welchen Vorwurf machst du dir denn konkret? Dass ich meine Brüder die Mama weggenommen habe, nur weil sie mich geschützt hat. Weil sie dich geschützt hat. Aber das war doch eine Entscheidung deiner Mutter und nicht deine Entscheidung. Du hast dich doch nicht versteckt hinter ihr, sondern sie hat dich geschützt. Ja. Ganz wichtiger Unterschied. Du hast dich nicht versteckt hinter ihr, sondern sie hat sich vor dich gestellt. Ja, das stimmt schon. Und das war wahrscheinlich innerhalb von Zehntel Sekunden war das wahrscheinlich. Ja.
ganz schnell, das ging ganz schnell. Also ich habe nur noch von meiner Mama gehört, wo sie sagte, hoffentlich überlebst du das. Und dann war das auch schon. Das heißt, sie hat vielleicht viel eher innerhalb von wenigen Zehntelsekunden vielleicht die Gefahr begriffen, eher als du sie begriffen hast. Ja, ja, genau so. Mhm. Weil wo ich auch im Krankenhaus lag, habe ich mir immer erhofft, dass ich sie wiedersehe. Mhm. Und ich habe irgendwie nie aufgegeben, bis ich die dann irgendwann mal gesehen habe, tot, also eine Leiche. Und dann, wo ich sie da gesehen habe, dann ging es mir nur noch mehr schlimmer, weil ich alles gesehen habe, was sie hatte. Hast du sie denn, sie war dann, als du aus dem Krankenhaus kamst, noch nicht beerdigt? Nein, weil sie haben die ja in Kosovo beerdigt. Ja. Und ich habe mich sozusagen hier verabschiedet von der. Mhm. Und das heißt, hier war sie irgendwo aufgebahrt in einer... In meiner Klinik, also da, wo ich auch lag. Nur sie haben mich halt immer wieder belogen. Mhm. Angeblich wäre sie nicht da. Mhm. Und dann 2-3 Stunden vorher, bevor sie runtergeflogen ist, habe ich sie zum letzten Mal da gesehen. Ach so. Genau, und da habe ich auch alles gesehen, was sie hatte. Mhm. Das heißt, du hast ein ganz schlimmes Bild in Erinnerung. Genau, das habe ich. Und sie war sehr schwer verletzt. Ja. Mhm. Und man hatte sie auch nicht sehr schön hergerichtet. Nein, gar nicht. Weil sie noch in der Klinik lag. Genau. Und nicht bei einem Bestatter, der das schon hätte ein bisschen machen können. Genau, da war nichts. Also ich habe nur alles, sein ganzer Hals war knallblau, grün. Mhm. Und die Augen waren so ein bisschen auf. Mhm. Und dann habe ich mir noch gedacht, meine Güte, sie kann doch gar nicht tot sein, weil die Augen noch auf sind. Mhm. Und dann kam noch mein Bruder, musste ich dem das erzählen, meinen Kleineren, der dabei war. Mhm. Und dann, ja, wo ich dem das erzählt habe, dann stand er vor mir da und hat mir Vorwürfe gemacht, warum wir den nicht vorher gesagt haben, weil er wollte sich ja auch verabschieden. Sprechen wir jetzt von dem ganz kleinen Bruder, der bei dem Unfall dabei war? Oder nee, von einem anderen? Nee, der in der Mitte, also ich habe drei Brüdern. Mhm. Mhm. Der in der Mitte war dabei. Mir erscheint das gravierendste, Ganymede, deine Überlegung, dass du die Schuld daran trägst, dass die Familie kaputt ist. Ja, weil irgendwie danach hatte ich noch einen Selbstmord hinter mir, sozusagen wollte ich machen. Haben die denn, entschuldige, wenn ich unterbreche, weil ich das noch sagen möchte, sonst habe ich es gleich vergessen, haben die denn Leute von außen, Fremde, neutrale Menschen, so wie ich es für dich jetzt auch bin, hat man dir gesagt, dass du ganz hundertprozentig, objektiv keine Schuld daran trägst? Hat man dir das mal gesagt? Am Anfang nicht. Am Anfang hieß es immer, ja, konntet ihr denn nicht irgendwie weggehen? Und und dieses ganzes, ja, konntet ihr nicht weggehen? Habt ihr das Auto nicht vorher gesehen? Und das hat mich so fertig gemacht, dass ich mir immer wieder diese Schuld gebe. Und das geht einfach nicht von mir weg. So, jetzt wiederhole ich meine Frage nochmal. Hat ein neutraler Mensch, nicht die Familie, ein neutraler Mensch mal zu dir gesagt, so wie ich es gerade auch gesagt habe, dass du objektiv gesehen aber auch nicht ein Tausendstel Schuld trägst, null Schuld trägst? Ja, das hat mein Psychologe gesagt, weil ich war schon bei 3 Psychologen und bin immer noch in einer Therapie. Aber irgendwie in der Zeit, wo ich da bin, dann sage ich, das stimmt, ich bin nicht schuld, aber schon bin ich von der Tür raus und sehe schon wieder die ganzen Autos, wie die da rumfahren. Hast du denn diesen Gedanken, den ich gerade so zweimal formuliert habe, nämlich dass du dich eben nicht bewusst hinter deiner Mama versteckt hast, sondern deine Mama sich bewusst vor dich gestellt hat, weil sie die Gefahr gesehen hat, hilft der Gedanke nicht ein bisschen weiter? Irgendwie gar nicht, ich weiß es nicht. Ich, wenn ich überlege, wie meine Geschwister leben, ich stelle mir immer nur die Frage, warum habe ich mich nicht vor der gestellt? Weil ich hätte da im Grunde genommen nichts zu verlieren. Weil du ein junges Mädchen warst und deine Mama die Gefahr zuerst wahrgenommen hat. Und jede Mutter würde das wahrscheinlich genauso machen. Ja, kann gut möglich sein. Gibt es denn heute in der Familie auch noch so durch die Blume Vorwürfe an dich? Also, ich habe einen festen Freund, wo ich das meinem Vater erzählt habe, dass ich mit dem zusammen bin. Da ist er erstmal ausgerastet und hat mir alles wieder die Schuld gegeben, sozusagen. Ehrlich, an dem Unfall? Ja, hat so viel zu mir gesagt,
wo ich dann auch irgendwann mal gesagt habe, so, jetzt ist Schluss und ich gehe jetzt. Ich kann nicht mehr. Ich muss ja sagen, Ganymede, wenn das dein Papa mit dir macht, das finde ich ganz gemein und ich finde das ganz schlimm. Schuld trägt wahrscheinlich der Autofahrer an allem. Die objektive Schuldfrage war geklärt worden, wahrscheinlich in der Gerichtsverhandlung. Ja, das auch nicht so richtig. Der hat 6 Monate auf Bewährung bekommen. Das Führerschein ist noch nicht mal entzogen worden und gar nicht. Aber aufgrund seines Fehlverhaltens ist das alles passiert, weil ihr wart ganz normal auf dem Bürgersteig. Ja, das stimmt so, schon. Dann darf dein Vater dir sowas nicht sagen. Er darf dir so etwas nicht sagen. Das ist ganz schlimm, wenn so etwas gesagt wird. Dann macht man, er hat schon seine Frau verloren. Somit macht er noch die Seele und die Psyche seiner Tochter kaputt, wenn er sowas sagt. Ja, weil ich hatte auch einen Selbstmord hinter mir, also hatte diesen Selbstmord versucht, weil ich nicht mehr konnte, weil dann auch irgendwie meine Mama beschimpft hat. Angeblich wäre meine Mama schuld, dass ich jetzt einen Freund habe oder so. Und da konnte ich auch nicht mehr und dann dachte ich mir so, jetzt ist Schluss, jetzt will ich nicht mehr. Also ich erahne schon, dass das diese vernünftige Überlegung, die zutreffend ist, dass die dich gar nicht wirklich erreicht. Dass du mir vielleicht jetzt im Gespräch sagst, ja, ich habe recht, du bist nicht schuld oder ich bin nicht schuld, aber wahrscheinlich, wenn du gleich aufgelegt hast, empfindest du es wieder ganz anders. Genau das ist es. So, weil die Schuld so groß ist und die Trauer wahrscheinlich, es ist wahrscheinlich so eine Mixtur zwischen unendlicher Trauer und Traurigkeit und diese diffusen Schuldgefühle, die dich so fertig machen und so kaputt machen. Außer einer nochmal erneuten psychologischen Betreuung wüsste ich jetzt auch wirklich keine Lösung, Ganymede. Mhm. Ja, das stimmt auch wieder. Weil ich glaube, so ganz normale Gespräche, so wie wir es jetzt geführt haben, wo dir jemand sagt, das ist Unsinn, so darfst du das nicht sehen, das reicht nicht aus. Da muss man schon tiefer rangehen und intensiver rangehen. Ich würde gerne, dass du mit meiner Psychologin jetzt mal ein bisschen sprichst. Ja. Oder ein bisschen ausführlich sogar. Und ihr dann gemeinsam mal überlegt, was da noch sehr Kluges jetzt zu tun ist. Ja, okay. Dann wünsche ich dir alles Liebe und alles Gute. Für mich bist du keine schuldige Person. Überhaupt nicht. Ich finde, dass du große Trauer zu tragen hast, wie jeder Trauer trägt, der bei so einem Unglücksfall seine Mama verloren hat. Aber du bist nicht schuldig. Danke. Das hat mir jetzt aber sehr geholfen. Ich hoffe sehr, ich hoffe es. Dann legst du bitte auf und wir rufen dich gleich wieder an. Okay, danke. Alles Liebe. Schönen Abend. Dankeschön, tschüss. Morgen, ihr Lieben, heißt unser Thema Übersinnliches. Ich möchte gerne mit euch sprechen über Hellsehen, über Telepathie, über Spukgeschichten, über Geistergeschichten, vielleicht über Geistheilungen, über Rückführungen. Was es da so alles gibt. Viele von uns haben solche Sachen ja schon erlebt. Viele von uns rümpfen die Nase und sagen, ach, das ist doch alles Quatsch. In den meisten Fällen bin ich da auch sehr skeptisch. Viele von euch wissen das. Aber ich glaube, dass es einen geringen Prozentsatz von Phänomenen gibt, die ernst zu nehmen sind. Da sind einfach Dinge zwischen Himmel und Erde, die sind nicht erklärbar. Ob das nun mit einem Jenseits zu tun hat, das sei dahingestellt, aber die sind nicht erklärbar. Und über diese wirklich ernstzunehmenden Phänomene möchte ich gerne mit euch mich morgen unterhalten. Was habt ihr erlebt an übersinnlichen Dingen, die euch vielleicht sogar aus der Bahn geworfen haben? Also ich könnte mir vorstellen, wenn mir so etwas mal passieren würde, irgend so etwas, würde mich das völlig umhauen und ich würde vielleicht in meiner ganzen Gedankenwelt sehr erschüttert werden. Also morgen heißt das Thema Übersinnliches. Wenn ihr gerne mitmachen wollt, mailt uns unter domain@wdr.de oder ruft morgen vor und während der Sendung an. Hier ist Sarah. Sarah ist 20 Jahre alt. Guten Morgen. Schönen guten Morgen, Domian. Hallo Sarah, weswegen rufst du mich an? Ich rufe dich wegen einer sehr kuriosen Geschichte an, die mir passiert ist und immer noch läuft und so langsam auf Psychoterror hindeutet. Auf Psycho was? Terror. Psychoterror. Ja, erzähl mal. Und zwar ist es so, dass ich auf mehreren Single-Flirt-Seiten angemeldet bin, wo man eben Partnerschaften suchen kann, finden kann oder auch, wenn man das halt nur Affären. Ich bin angemeldet für eine Partnerschaft und vor gut einem Monat hat mich ein Pärchen angeschrieben und hat mich gefragt, ob ich nicht deren Geliebte spielen möchte. Darauf bin ich erst gar nicht eingegangen. Wir haben uns normal weiter unterhalten und haben am Ende des Chattes
haben wir die E-Mail-Kontakte ausgetauscht und damit war die Sache eigentlich auch für mich erledigt. Mhm. Seitdem nichts mehr von denen gehört. Mhm. Naja, und vor einer Woche ging es dann los, da habe ich eine E-Mail gekriegt von diesem Pärchen wieder, von dem ich so lange nichts gehört habe, ganz überraschend, wo dann eben nochmal drin stand, sie und ihr Mann möchten mich auf jeden Fall zu ihrer Geliebten machen und es wäre gar kein Scherz. Sie betonten darin, dass sie sehr wohlhabend sind und würden mir halt monatlich 8.000 Euro zukommen lassen und dafür, dass wir uns einmal wöchentlich treffen und ich da im Gegenzug eben die Gehorsamkeit im Schlafzimmer diene. Spielst. Ja. Kurze Zwischenfrage, wurden damals Fotos ausgetauscht? Ja, diese Fotos, die gibt es, die haben sie schon von mir damals gesehen. Sie hatten selber keins in ihrem Profil, weil auf der Flirt-Seite kann man eben seine eigenen Fotos hochladen, damit eben die Männer sehen, wie man aussieht, was man von einer Frau gegen hat. Also die kennen dich? Ja, die haben mich halt gesehen da in diesem, die Fotos, die ich drin hatte, die haben sie halt... Was sind das Fotos? Sind das Nacktfotos? Nee, das absolut nicht. Ganz normale Fotos? Ganz normale Fotos. Ein schwarz-weißes Bild von einem Fotoshooting, noch ein anderes und halt ein normales mit einem Bikini-Oberteil und einer Jeans. Also, dass man halt nicht alles, dass man nicht wirklich was sieht. Also nicht verstehe. Verboten ist. So, jetzt bieten die dir 8.000 Euro? Ja, und zusätzlich eben noch ein Auto nach meiner Wahl. Und halt das Shoppen, dass ich auf deren Kosten shoppen gehe, dass es mir so richtig gut geht. Aber dafür wollen die halt diese Gehorsamkeit im Schlafzimmer haben. Einmal die Woche. Mhm. Am Anfang. Jetzt kam diese Mail, kam vor ein paar Wochen. Die kam vor einer Woche, genau. Hast du darauf reagiert schon? Ja. Und wie? Wie hast du reagiert? Ich habe erstmal ganz erstaunt gefragt, wie das denn sein kann, nochmal nachgehakt, wo wir dann wirklich diesen Kontakt aufgebaut hatten. Woher die meine E-Mail-Adresse haben, was sie mir dann eben beantwortet haben von irgendeiner Flirtbörse und habe dann gefragt, wie es denn sein kann, dass solche Leute da so viel Geld für bieten können und ob die das halt nochmal alles ernst meinen. Und das war es dann auch. Mehr habe ich darauf gar nicht zurückgeschrieben. Haben die dann wieder geantwortet? Ja, leider ja. Das ist alles ein wenig sehr krass. Dann haben sie darauf nur geantwortet, dass das Geld für sie auf jeden Fall keine Rolle spielen würde. Und dass er halt, wie gesagt, aus der Internetbörse wir uns kennengelernt haben und sie hatten uns sich halt nur meinen Namen gemerkt, bevor sie ins Ausland gefahren sind, weil sie da halt noch ein Häuschen hätten. Wie oft habt ihr jetzt danach nochmal gemailt? Insgesamt habe ich bestimmt jetzt 20 Nachrichten von denen, aber ich habe nur 5-mal zurückgeantwortet, weil mir das Ganze zu krass wird und ich leider auch nicht die E-Mail-Adresse da austauschen kann, wie ich schon erwähnt hatte, weil ich halt die auch geschäftlich sehr viel genutzt habe. Ach so. Für meine eigene Position. Das heißt, dir ist das schon zu viel, das Ganze? Irgendwo ist es schon zu viel, aber irgendwo reizt es mich auch, dieses Pärchen kennenzulernen. Aber würdest du... Weil ich denke, dass diese Leute sind, das hört sich vielleicht doof an, aber ich glaube, die sind so ein bisschen krank im Kopf. Weil in den letzten Mails, die von ihnen kamen, haben sie halt auch gefragt, ob ich denn schon mal einen Nahverkehr gemacht hätte und wenn nicht, dann würden sie mich ja ganz gern knacken und ob ich mir denn auch in einem sehr, sehr langen Zeitraum, wenn man sich doch besser kennen würde, ob ich mir auch vorstellen könnte, deren Kinder zu gebären. Also ob ich mich dann auch schwängern lassen würde oder ich kann sie dir auch vorlesen. Das ist ganz kurios. Da ging es dann drum, ob mich denn der Herr, weil sie möchten nur mit Herr und Herrin angesprochen werden, ob er mich dick machen kann, in Klammern schwängern und sie würden alle für mich sorgen und mir und dem Kind wird es dann auch richtig gut gehen. Und sie hätten gern 3 bis 4 Kinder, weil sie selber würde wohl angeblich keine Kinder bekommen. Ja, wie alt sind die? Ich weiß, sie haben mir noch kein Alter gesagt. Ich habe nur Fotos von denen gekriegt. Ich schätze ihn so auf 35, 40 und sie auf 25, 26. Ach, das ist ja auch und noch sie haben mir halt ein Foto von ihrer Vorgängerin geschickt, ein Nacktfoto, muss man dazu sagen, von der Frau, die halt vorher die Geliebte gespielt hat und haben halt gesagt, diese Frau hätte 2 Jahre ihnen gedient und hätte wohl jetzt einen eigenen Getränkegroßhandel eröffnet, dadurch, dass sie eben so viel Geld von denen gekriegt hat. Das ist ja unglaublich. Hast du denen denn irgendwie signalisiert oder stehst du denn so auf SM? Nein, absolut nicht. Du bist also nicht die geborene Sklavin. Nein, eigentlich absolut. So, jetzt mal Hand aufs Herz. Das ist ja sozusagen ein unmoralisches Angebot, was da gemacht wird. Ja. Wenn das denn stimmt, wir setzen mal voraus, das stimmt. Das kann ja auch ein fulminanter Fake sein, ein Betrug, um dich irgendwie anzulocken und das ist alles erstunken und erlogen. Kann ja auch sein. Nehmen wir mal an, das würde stimmen. Würde dich dieses wahnsinnige Geldangebot und die ganzen materiellen Dinge
Kämst du da ins Überlegen? Also ganz am Anfang, wo es alles angefangen hat mit der ersten Mail, dachte ich, das ist das Angebot. Wo kriegt man so schnell so viel Geld her für diese Leistung? Warum sollte es man nicht wahr machen? Weil es war von mir auch insgeheim immer meine Fantasie mit einer Frau und einem Mann. Und das war dann eben noch mit so einer Sache. So, aber im Nachhinein, wo ich diese ganzen E-Mails gekriegt habe, wo wirklich drin steht, dass sie eben in 2, 4, 5, 6 in geraumen Jahren eben von mir wirklich Kinder haben möchten. Das ist halt für mich schon wieder so ein Punkt, was ich ein wenig zu krass finde und ich eigentlich geteilter Meinung bin. Ja, also ich finde, da sollte man nicht geteilter Meinung sein, sondern ganz klarer Meinung. Ich möchte ja nicht ein Kind gebären und das hinterher abgeben. Nein, also Sarah, die Frage ist halt letztendlich schon, ich meine, das ist natürlich verlockend im ersten Moment, wenn man so viel Kohle hört. Klar. Jeder von uns würde erstmal denken, na, was ist denn das? Aber sobald man einen Schritt weiter denkt, ist ja wohl Schluss mit lustig. Du bist nicht SM-mäßig gestrickt. Nein, absolut nicht. So, das ist schon mal das heißt, du müsstest komplett lügen. Bist du, gehe ich mal von aus, kein Mensch, der sich prostituiert. Das ist ja eine. Nein, das habe ich bisher noch nie gemacht. So, das ist aber verlockend. Ja, es ist natürlich eine fulminante Prostitution, die da stattfindet. Und wenn man innerlich da aber auch nicht sowas von klar ist, darf man das nie und nimmer tun. Über die Kinderkriegerei müssen wir gar nicht unterhalten. Nein, das ist unglaublich. Ist das. Ja. Das finde ich also schon, da hört der Spaß dann aber gänzlich auf. Also wenn jemand, weiß ich jetzt, so SM-Sachen macht und eine Sklavin sucht, okay, wenn alle damit einverstanden sind, aber mit dem Kind, da ist Schluss. Da habe ich auch kein Verständnis mehr für. Nee, das ist wohl logisch. Also jeder denkt beim klaren Verstand. Ja, aber bist du solo zurzeit? Ja, leider ja. Ja. Also von daher hätte ich da nichts, was mich hindern würde. Daher auch bist du in diesen Chat-Räumen. Genau. Scharf geschlossen. Ja, ich muss ja, aber das ist ja nicht mehr so lange. Wie lange bist du? Bitte? Bis ich dann weg bin. Also ich dachte eigentlich noch so 4 Wochen und dann wollte ich sowieso komplett eigentlich raus aus Deutschland, weil ich ein Angebot gekriegt hatte. Aber meine E-Mail-Adressen muss ich ja behalten für meine Geschäftskunden, die ich hier eben zu pflegen. Ja, aber gut, genau. man kann ja auch E-Mail-Adressen tauschen und den Geschäftskunden die neue mitteilen. Das kann man ja auch. Ja. Du wärst nicht die Erste, die E-Mail-Adresse ändert, wenn dir das zu viel wird. Aber vielleicht hören die auch auf, wenn du ganz klar zurückschreibst, liebe Leute, damit habe ich nichts zu tun, bitte lasst mich in Ruhe, ich mache es nicht, Punkt aus. Das habe ich schon gemacht, aber das danach kam eben noch nachfolgende Mails, dass ich ja ihr Schatz wäre und dass ich ja so süß wäre. Naja, die versuchen jetzt noch zu baggern. Die genau, aber ein wenig sehr hart. Ja, jetzt brenne ich aber noch darauf zu erfahren, was du bist 20 Jahre alt erst, was du geschäftlich machst. Ich habe vor einem halben Jahr mich selbstständig gemacht. Als? Mit einer Werbeagentur für Promotions. Hey. Unter anderem haben wir dann daraus einen seriösen Begleitservice aufgemacht, aber ohne sexuelle Handlung muss ich direkt Also, sagen. Die Richtung bist ja schon so. Ja, aber ich habe halt Leute, die für mich arbeiten. Ich selber verwalte das Ganze nun auch. Ich habe halt Mädels, die mich auf die Idee gebracht haben und ich habe halt den Schein dafür gehabt. Und dann haben wir eben gesagt, machen wir eben diesen seriösen Begleitservice für eben Geschäftskunden, für wie den Schein arme Männer, für arme Frauen. Ich verstehe schon. Für die armen, einsamen Männer. Genau. Und Frauen. Was muss man denn da für einen Schein haben? Allein den Gewerbeschein. Ach so. Die ganzen steuerlichen, polizeilichen Führungszeugnisse, dass du wirklich komplett clean bist. Da bist du aber eine eifrige Geschäftsfrau mit deinen zarten 20 Jahren. Ja, man muss ja sehen, wo man heutzutage in Deutschland bleibt. So. Besser wie nix. Dann willst du mir ja wohl nicht noch annähernd nochmal sagen, dass du auch nur schwankend bist, das zu machen. Doch, weil es ist eine große Menge Geld, die man so für so wenig Arbeit eigentlich. Ja, aber es geht nicht immer ums Geld. Es geht nicht ums Geld. Es geht um dich, um deine Selbstachtung, dass du dir in den Spiegel gucken kannst, dass du irgendwann, wenn du Kinder hast, sagen kannst, das und das habe ich gemacht und dich nicht dafür schämst. Darum geht es. Dass du Sachen nicht hinterher bereust. Ich glaube, das ist immer die Kunst des Lebens, dass man immer in der Gegenwart die Dinge so bedenkt und tut, dass sie auch später noch Bestand haben, wenn man zurückschaut. Ja. Es gibt ja nichts Schlimmeres, als wenn man Dinge bereut, die man nicht mehr verändern kann, die man in der Vergangenheit gemacht hat. Und deswegen muss man immer auf der Hut sein, dass man das für sich Richtige tut, sodass man sagt, auch in 20, 30 Jahren noch, ja, das war gut, dass ich das so gemacht habe damals. Das auf jeden Fall, aber ich denke, im ersten Moment ist es für jeden ein sehr großes, verlockendes Angebot, was nicht gerade so schnell aus dem Kopf verschwinden kann. Natürlich, im ersten Moment denkt man nach. Ist ja auch okay. Das wäre auch übermenschlich, wenn du es nicht machen würdest.
genauso wie ich trotz all den krassen Mails immer noch mich in den Treffen mit denen reizen würde, aber nur zum Kaffee trinken. Also nee, gar nicht, nein, gar nicht anfangen. Aber ich muss Schluss machen, die Sendung ist gleich vorbei. Liebe Sarah, alles Gute wünsche ich dir. Ja, bis dann, tschüss. Ihr Lieben, in der Technik war Ansgar Machalitzki und morgen heißt unser Thema Übersinnliches. 1 Uhr Radio als Live, 1 Uhr wieder Fernsehen. Ab 0 Uhr könnt ihr anrufen unter der bekannten Telefonnummer.